Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen, haben aber keine Ahnung, was zu beachten ist und wie Sie den optimalen Preis erzielen. Zudem wissen Sie nicht, wie Sie dies neben den Aufgaben des Alltags zusätzlich bewerkstelligen sollen. Sie möchten Ihre Immobilie rechtssicher zum optimalen Preis und entspannt verkaufen. Dann bleiben Sie dabei. Ich zeige Ihnen 8 Mehrwerte, die Ihnen ein Immobilienmakler bringt. Herzlich willkommen, mein Name ist Arndt Gerhards und in diesem Video möchte ich Ihnen 8 Gründe nennen, die für die Zusammenarbeit mit einem Immobilienmakler sprechen. Erstens, Zeit und Freizeit. Durch die Zusammenarbeit mit einem Immobilienmakler verlieren Sie keine Zeit, sondern können diese für Ihre Lieblingsaktivitäten nutzen. Diese Tatsache wird sehr häufig unterschätzt, aber es müssen doch letztlich eine Menge Dinge erledigt werden, wenn man seine Immobilie an den Mann bringen möchte. Dazu gehören unter anderem die entsprechenden Behördengänge, der notwendige Papierkram und die Koordination der Besichtigungstermine und vieles mehr. Zweitens, Know-how. Ein Makler kann mithilfe seiner Erfahrung und seiner technischen Ausrüstung Ihre Immobilie besser in Szene setzen, als Sie es vermutlich können. Ein Drohnenflug, eine virtuelle Besichtigung und perspektivisch korrekte Fotos sind nur einige der vielen Dinge, die er Ihnen bieten kann. Drittens, regionale Marktkenntnis. So sehr Sie sich auch darum bemühen werden, den Markt in Ihrer Region kennenzulernen, die bessere Marktkenntnis und vor allem das bessere Netzwerk hat trotzdem der Immobilienmakler. Er kann ein Angebot schnell und einfach verschiedenen Gesuchen zuordnen und bei speziellen Herausforderungen auf sein Netzwerk aus Notaren, Juristen, Steuerberatern, Architekten und Handwerkern zurückgreifen. Viertens, Schutz Ihrer Privatsphäre. Ein Immobilienmakler fungiert sozusagen wie eine Firewall. Er schützt nicht nur Ihre Privatsphäre und Ihre Interessen, sondern sorgt auch dafür, dass Sie und Ihre Immobilie weitestgehend anonym bleiben. Nächtliche Anrufe oder spontane Besuche von Interessenten bleiben Ihnen damit erspart. Auch beugt der Makler sogenannten Besichtigungstourismus vor, indem er echte Kaufinteressenten herausfiltert und diese vorqualifiziert. Fünfter Punkt: Objektivität. Da ein Makler nicht den gleichen emotionalen Bezug zu Ihrer Immobilie hat, den Sie selbstverständlich haben, kann er diese objektiv betrachten, beschreiben und so in Verhandlungen höchstwahrscheinlich auch bessere Ergebnisse erzielen. Sechster Punkt, Liquidität. Ein professioneller Makler erwartet sein Honorar erst zu dem Zeitpunkt, an dem er Ihre Immobilie erfolgreich vermittelt hat und der Kaufvertrag beim Notar unterschrieben wurde. Sind Sie ohne Makler unterwegs, müssen Sie selbst sofort die Kosten tragen und für die Dokumente bezahlen, die Inserate auf eigenen Kosten einstellen und die Gebühren bei den Behörden begleichen. Siebter Punkt. Bei der Zusammenarbeit mit einem Immobilienmakler haben Sie ein gewisses Maß an Sicherheit, da dieser bei Beratungsfehlern haftet und Sie auf die rechtlichen Fallstricke und die damit verbundenen Konsequenzen aufmerksam macht. Achter Punkt. Neutrale Instanz. Insbesondere bei Immobilienverkäufen, die aufgrund einer Scheidung oder innerhalb einer Erbengemeinschaft zustande kommen, empfiehlt es sich, mit einem Makler zusammenzuarbeiten. Dieser kann im Prozess als Moderator fungieren und zwischen allen Beteiligten für eine transparente Kommunikation sorgen. So können Streitgespräche vermieden und die Immobilie trotz angespannter Situation erfolgreich verkauft werden. Sollten Sie bereits Teil einer zerstrittenen Erbengemeinschaft sein, dann interessiert Sie garantiert auch unser Video zum Thema Erbengemeinschaft. Schauen Sie mal vorbei. Bis bald!